This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi, Leute. Heute wollte ich euch eine kleine Neuigkeit erzählen. Und zwar habe ich einen englischen Kanal jetzt noch aufgemacht. Das hatte ich schon nämlich die ganze Zeit mal vor. Und wollte, ja, schon vor einem Jahr oder so hatte ich den Kanal angelegt, glaube ich. Und jetzt habe ich mal ein paar Videos auf Englisch gemacht. Und ja, das wollte ich einfach machen, um selbst Englisch noch, ja, zu verbessern, um da drin zu bleiben. Weil immer, wenn ich irgendwie in Deutschland bin, dann kommt man da so raus. Und wenn man es nicht regelmäßig spricht, dann, ja, kommt nicht so viel Neues dazu. Und es ist einfach was anderes, da dran zu bleiben. Und ja, das ist einmal ein Grund, weswegen ich das gemacht habe. Und der andere ist halt einfach, dass jeder im Prinzip auf der Welt einen verstehen kann. Wirklich fast jeder auf der Welt kann Englisch zumindest gebrochen sprechen. Und so kann man halt einfach nochmal so viel mehr Leute erreichen, inspirieren und helfen. Genau. Ja. Und deswegen, ich verlinke den Kanal mal drunter. Also wenn ihr mich da unterstützen wollt, dann abonniert den Kanal gleich mal. Gebt einen Daumen hoch. Genau, würde ich mich drüber freuen. Und ja. Eine andere Sache ist noch, ich wollte nämlich dann auch, ich habe das schon auch von Anfang an eben angelegt gehabt, die Seite, meine Webseite, ist ja auch drunter verlinkt, die wollte ich noch auf Englisch machen. So, weiß nicht, vielleicht hat von euch jemand immer ein paar Tipps oder so, ob es irgendwo, jemand hat mir schon mal erzählt, soll irgendwo Übersetzerplattformen geben, wo man kostenlos irgendwie einen Text hintun kann und dann wird der irgendwie immer besser übersetzt, am Anfang ganz normal übersetzt. Irgendwie standardmäßig und dann, wenn der schon einmal übersetzt würde, da können die Leute üben, so eine Win-Win-Situation. Genau. Aber ansonsten, weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch jemanden, der irgendwie Lust hat, solche Texte zu übersetzen oder jemand von euch. Ja, weil, ja, meins ist Schreiben einfach nicht so. Ich habe gemerkt, ja, auch Blog schreiben und so habe ich anfangs mal kurz gemacht, mal Blogartikel geschrieben und dann, ja, Schreiben ist einfach nicht so meins. Ich mache viel lieber Videos. Genau. Und ja, falls ihr jemanden kennt oder irgendwie einen Tipp habt, dann schreibt einfach unter das Video. Ja, würde mich freuen, auch wenn das halt jemand übersetzen würde, der da so ein bisschen in dem Thema drin ist und dementsprechend da dann auch anders übersetzt und übersetzen kann. Also wenn ihr irgendjemanden kennt, der sowas macht, genau. Dann schreibt mir einfach mal, fände ich cool. Genau. Ja, aber das war's eigentlich schon. Ja, also schaut einfach mal auf dem Kanal vorbei. Und ja, bin mal gespannt, wie sich dann das Englisch so entwickeln wird bei mir und was da so für Resonanz sein wird. Auf jeden Fall, ja, ich wollte es schon immer machen. Einfach, wenn man reist, das macht mir echt Spaß und um im Englischen drin zu bleiben. Genau. Also, schaut vorbei. Macht's gut, Leute. Ciao.